Sie haben uns ausbluten lassen, diese Schweine. Sie haben uns alles genommen, was wir hatten. Und nicht nur von uns, sondern auch von unseren Vätern. Und von unseren Vätern. Und von unseren Vätern, Vätern, Vätern. Ja. Und von unseren Vätern, 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 okay, Vätern. Das reicht, so genau brauchen wir es nicht. Die Frage ist, was haben Sie dafür als Gegenleistung erbracht? ACTA? Was? Sie haben das ACTA gestoppt, das Antipiraterieabkommen. Ja, stimmt. Das haben die, ja. Und Sie haben die Roaminggebühren gesenkt. Ja, die Handykosten, weißt du noch, was wir da früher zahlen mussten? Na gut, okay, ich gebe ja zu. Die ACTA-Ablehnung und die Handy-Roaming-Gebühren sind Dinge, das hat die EU für uns getan, ja. Und die schönen Straßen. Selbstverständlich die Straßen, das mit den Straßen erklärt sich von selbst, oder? Abgesehen von der ACTA-Ablehnung und den Handygebühren und den schönen Straßen. Ein europaweiter Studentenaustausch? Einheitliche Umweltstandards? Ja. Das stimmt, ja. Ich kann meine Schwester jetzt in Frankreich besuchen, ohne Passkontrolle. Ja, offene Grenzen würden wir wirklich vermissen, wenn es die EU nicht gäbe. Und wir können überall arbeiten oder wohnen, ohne jemanden fragen zu müssen. Und das Europaparlament hat als einziges Edward Snowden als Zeugen angehört. Oh ja, du weißt ja, wie viel Angst die nationalen Parlamente von den Staaten haben. Alleine haben wir gegen die NSA nichts in der Hand. Okay. Abgesehen von der ACTA und den schönen Straßen und den Handygebühren und den Austauschprogrammen und den Umweltstandards und den regionalen Förderungsprogrammen und den offenen Grenzen und die Möglichkeit, in ganz Europa zu arbeiten und den Verbraucherschutz und der Anhörung von Snowden und den Datenschutz. Abgesehen von all den Dingen, was hat die EU jemals für uns getan, hä? Sie hat uns den Frieden gebracht? Ach, Frieden? Halt die Klappe! Am 25. Mai ist Europawahl. Wir haben viel zu verlieren. Teile dieses Video und mach mit bei der Volksfront gegen Europa auf www.washatdieeujefuerunsgetan.de.